Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen! Ich bin heute allein am Start, denn es gibt eine super krasse Oldschool-Folge: Lucky Block Walls. Die letzte Episode, Leute, die muss schon so lange her sein. Locker, Leute, locker ein Jahr. Wenn nicht sogar länger, ich habe keine Ahnung. Wir zocken heute gegen Lord Basi, Hero Gamer und Nate Bui. Und in der Mitte sind die Banks 2.0 Lucky Blocks. Und in unserer ziemlich nicen Anfangskiste haben wir die Poop Lucky Blöcke, die Roblox Lucky Blöcke und die Sieger der ersten offiziellen Lucky Block Weltmeisterschaft. Inoffiziellen Lucky Block Weltmeisterschaft, die Phantasia Blöcke. Die Regeln kennt ihr doch alle noch, oder? Ihr ganzen Oldschool Hasen. Liked das Video, wenn ihr mehr Lucky Block Formate von früher haben möchtet. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Let's go! Wir beginnen mit den Phantasia-Blöcken. Oh, da kam Brunnen raus, Leute. Aktivieren wir Diamanten. So, sammeln wir alle schön ein. Block Nummer 2, Leute. Was haben wir da? Yo, irgendwelche ziemlich gemeinen Monster. Hey, die killen mich. Alter, ich bin der Erste, der stirbt, Leute. Drei Herzen. Oh, 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 oh. Alle noch nullmal gestorben. Hey, die sind bei meinem Beacon. Ach nee, die sind hier in der Höhle. Ach, die killen sich selber. Oh, ein Herz. Oh, 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 oh. Taktischer Rückzug. Besser ist das. Oh, Emeraldo, Leute. Wenn wir ganz viel Glück haben, können wir uns eine Emerald-Rüstung craften. Ich bin mir da aber gar nicht so genau sicher. Wir schnappen uns hier erstmal die ganzen Dinger. Dann holen wir uns erstmal Holz. So, let's go. Wir testen direkt mal, ob das geht. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Nein! Das darf nicht wahr sein, Leute. Es gibt keine Emeraldo-Rüstung. Oh, Mann. Da müssen wir... Ach, komm jetzt, ich brauch doch mal... Jawohl, Leute, endlich was Gutes, endlich was Gutes. Und ein Bogen. Ein geilen Bogen. Ein Zunkus-Bohnenbogen. Zack. Okay. Wir können uns auf jeden Fall hier eine Peridot-Rüstung machen. Das heißt, wir machen uns hier eine Brustplatte, eine Hose, Schuhe, zack, und einen Helm. So. Bam, 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 bam. Ich sehe gerade, Leute, das ist verbuggt. Vielleicht gibt es hier ja doch eine. Ja, es gibt doch Emeraldo-Rüstung, Leute. Das ist aber ein kleiner Fehler, der sich hier eingeschlichen hat. Jawohl. Volle Emeraldo-Rüstung. Sehr, sehr, sehr schön. So, ist die besser, Leute? Wir testen mal. Nee, ist schlechter. Okay. Aber als Backup, als Backup. Der letzte Phantasia-Block. Ein Kuchen. Ein 3.14-Kuchen. Aber wartet mal, wir können uns ja vom Prinzip her noch ein Peridot-Schwert machen. Mit 16 Damage. Das ist schon mal ein ordentliches Kaliber. Oh, was haben wir hier bekommen? Das, yo, ein Dolch. Und den können wir sogar aufwerten, weil wir massenhaft Diamanten haben. Der hat einen Glückfaktor. Das könnte OP sein. Wir nehmen das definitiv mal als solide Backup-Waffe. Den Bogen, den machen wir natürlich auch. Wobei, der ist schon, der ist auch geil. Aber wir werten den Roblox-Bogen erstmal auf. Der erste Roblox-Block war ja schon mal ganz solide. Der zweite war kacke. Der dritte auch nicht so geil. Der, jo, was ist das denn? Alter, was? Ich hatte keine Ahnung, dass da so eine übelst Thanos-Handschuhe. Jo, guckt euch das mal an. Der hat unendlich Damage und sieht übelst cool aus. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Dinger so OP-mäßige. Einfach nochmal. Einfach zweimal. Oh, das heißt, die anderen hatten den bestimmt auch, wenn der so häufig kommt. Oh, hoffentlich nicht. Friendly Gesicht. Hey, das passt sogar so halbwegs. Hallo. Oh Mann, ey. Ist das... Aber der Helm ist besser. Wir heben das erstmal auf, Leute. Als Backup, ihr wisst. TNT. Ja, TNT kann man auch immer gebrauchen. So, aus den ersten Poop-Blöcken, die ich da geöffnet habe, kam nichts raus. Da kommt nichts raus aus keinem einzigen was, ihr blöden Dinger. Oh Mann. Da sind wir schon fertig. So, wir haben hier noch plus 100, minus 100. Was zu mampfen haben wir. Backup-Rüstung. Wir craften mal noch ein bisschen Backup-Rüstung und dann kann die Mitte aktiviert werden. Die Mitte ist aktiviert und ich sammle direkt mal Müll auf. Weg damit! Wir müssen hier, zacker! Wen haben wir auf der Seite? Cool, du musst kurz Pause. Wer ist denn das? Jo, der hat Phantasia-Rüstung, wer auch immer das ist. Ich kann seinen Namen nicht lesen. Das muss ja Robin sein von der Farbe her. Dann schnappen wir uns mal Robin. Wobei Phantasia ist schon eine heftige. Das Banks-Admin-Schwert. Das ist ja auch übelst krass, aber nicht so stark wie mein Gauntlet-Hammer. Die haben die Tasse. Jo, die gibt mir passive Fähigkeiten. So, wir machen weiter. Das Admin-Schwert hat... Dreimal das Admin-Schwert! Der Randy-Helm! Zack! Randy-Helm aktivieren wir natürlich direkt. Und hier haben wir noch ein paar Klamotten. Oh, ich glaube, der Banks-Helm ist besser, oder? Banks-OP-Helm!
Genau, gleich gut. Da glaube ich, ist Verzauberung. Sind wir hier noch Merch? Auch nicht schlecht. Gibt extra Herzen. Nehmen wir. Okay, sagen wir, greifen mal an. Vielleicht müsst ihr mit dem Bogen. Ach, ich habe ja keine Pfeile. Ich kann den Bogen gar nicht aktivieren. Mein Gauntlet, Handschuh, möchte jemanden killen? Das Robin und der checkt's nicht. Oh, er ist OP. Oh, oh. Ja, gegen die Phantasia-Rüstung haben wir vielleicht ein kleines Problemchen. Emeraldo müssen wir erstmal anziehen und die können auch so gut wie weg. Oh, oh, Leute. Oh, oh, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Yo, Spectrum Slasher. Die haben alle voll die schlechten Waffen. Wir könnten die eigentlich voll aufräumen, aber wir brauchen eine bessere Rüstung. Jo, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine nice Hose, Leute. Die Banks OP-Hose. Jetzt haben wir OP-Helm und OP-Hose. Vielleicht noch Tränke oder so würde ich nehmen. Gibt es irgendwie einen Banks OP? Oh, Leute, guck mal, wie schnell ich bin. Alter. Okay, ich versuche mal so zu kämpfen, aber das wird wohl etwas schwieriger. Der grüne Beacon ist auf jeden Fall noch da. Die kämpfen hier auch. Ich helfe mal. Weg mit dir! Ja, Chris habe ich ziemlich schnell weggerockt. Sind denn alle Beacon noch da? Grün ist auf jeden Fall noch da. Wen haben wir hier auf der Seite? Da ist Robin. Blau ist auf jeden Fall auch noch da. Gegen Robin wollen wir erstmal nicht Stress machen. Der hat Phantasia-Rüstung. Die ist ziemlich OP. Die Schuhe haben... Oh, nee, die Schuhe haben wir noch nicht, Leute. Banks OP-Schuhe. Rück mal raus, mein Bruder. Nee, das sind Level-Schuhe. Jawohl, die können wir leveln. Mega gut, die müssen wir unbedingt leveln. Das wird mega OP. Und die Brustplatte, damit haben wir Full. Okay, ich bin bereit, Leute, für das Battle. Banks OP-Ausrüstung. Weg mit dem Chris, zack. So, hier, da kämpfen Robin und Simon. Oh, die haben beide Phantasia. Nee, da mische ich... Oh, Leute, was habe ich da gesehen? Da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Wartet, Leute, ich brauche eine Spitzhacke. Habt ihr auch gesehen, was ich da gesehen habe? Oh, mir ist ganz übel, Leute. Oh, Phantasia. Ha, ich habe Phantasia geklaut. Ah, die Autogrammkarte, die gibt auch passive Fähigkeiten. Yeah, mega nice. Mega nice, okay. Yo, und Robin hat das Duell der Phantasia. Das ist ja gar nicht meine Seite hier. Ich bin doch gar nicht, ich bin doch rot. Wo ist meine Seite? Ich bin ja irgendwo hingelaufen, Leute. Ich würde mir doch einfach nur die schnieke Phantasia-Rüstung craften, Leute. Ich habe hier einen Phantasia-Block, so. Da kommen nur 4 raus? Das ist ja ganz schön geizig. Okay, dann machen wir uns Phantasia-Bootletten, Leute. Die Phantasia-Tai-Hai. Sehr schön. Jetzt haben wir die Autogrammkarte nochmal zusätzlich bekommen mit Fähigkeiten. Wir haben die Phantasia-Schuhe bekommen. Und jetzt sind wir bereit, hier mal kräftig aufzuräumen. Pfeile! Nice! Rück mal raus, die Pfeile. Jetzt kann ich auch mit meinem Roblox-Bogen... Alter. Nein, ich habe mich selbst... Jo, okay, Chris hat mich aber fast erwischt. Wir haben ja diese positiven noch. So, jetzt habe ich einen Haufen positive Tränke. Roblox, nein, er hat einen Bogen. Wir hauen jetzt mal Chris raus, Leute. Es ist an der Zeit. So, Chris haben wir ein paar Mal gekillt. So, wir müssen aufpassen. Nein, dass er uns runterschießt. Oh, das ist genau das passiert. Okay, ist er da? Wir killen ihn noch einmal. So, und jetzt ist er dran, Leute. Zack, jawohl. Ha, Chris haben wir, der hat echt schlechte Ausrüstung. Okay, Chris ist damit raus mit 11 Toten. Robin hat noch 0. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns um Robin kümmern. Ich weiß nicht, ob er Effekte hat oder ob das einfach nur die OP-Phantasia-Rüstung ist. Ja, das sieht mir verdächtig nach Robin aus. Mit der vollen Phantasia-Rüstung. Er hat das Banks-Admin-Schwert. Das ist natürlich genauso OP, aber ich habe jetzt auch Phantasia-Rüstung. Vielleicht können wir ihn, runterkicken. Wir müssen seine Rüstung kaputt machen. Wir müssen ihn, meine Waffe ist auf jeden Fall deutlich stärker. Also, seine Waffe hat irgendwie 10 Millionen und meine hat unendlich. Also, ne, unendlich ist ja stärker als 1 Million, würde ich mal sagen. Das heißt, wir sollten eigentlich diesen Kampf gewinnen, wenn ich Glück habe. Vielleicht sollte ich die negativen Roblox-Potions auf ihn schmeißen. Oh nein, die haben alle nicht... Ich habe mich selbst vergiftet. Oh Gott. Oh, ich bin so blöde, Leute. Das war so blöde. Sein Helm ist kaputt, seine Brustplatte ist kaputt. Yeah! Da haben wir Robin weggerockt. Huh, alter Schwede, das war ein harter Kampf, ey. Ein harter Brocken ist das. Meine Rüstung ist noch intakt, Leute. Phantasia-Boots noch am Start. Jetzt schnappen wir uns seine Backup-Rüstung. Zack, weg. Tschüssi, Robin. Mensch, hey. Wow, alter. Oh, das war knapp. Nein, Robin, lass mich doch das. Lass mich den Beacon abbauen. Jawohl. So, da war... Oh, alter. So, jetzt hat er aber noch gerade irgendeiner Stress gemacht. Robin ist raus. So. Wo ist denn Simon? Oh Gott, der hat ja eine Waffe, Leute. Kennt ihr die noch? Die hat 20 Damage oder so. Tja, mein Guter. Dann wirst du mich wohl eher nicht killen können. Da rocken wir. Jetzt müssen wir erstmal die Phantasia-Rüstung wegrocken. Das wird wohl ein bisschen dauern, aber kriegen wir hin. Komm, die anderen Sachen müssen doch jetzt auch gleich kaputt gehen. Die, jo, Helm? Schuhe? Hose? Schuhe.
Oh Leute, das ist ganz übel, ey. Oh, sein Beacon wurde, also der war schon abgebaut. Das war sein letztes Leben. Jawohl, Leute, wir hatten mega Glück, Leute. Wir haben einfach zweimal den Handschuh bekommen, den hat keiner sonst bekommen. Da konnten wir die Oldschool-Folge Lucky Block Vaults für uns entscheiden. Wenn ihr wollt, dass es mehr solche coolen Special-Oldschool-Episoden gibt, Like-Button flanken und den Abo-Button flanken, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Plus, ganz, ganz wichtig, dort jetzt einfach auf das Video klicken, da wird euch das neueste Video angezeigt, da verpasst ihr nichts, checkt das auf jeden Fall ab und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao!